Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Sorry, dass ich da rechts jetzt noch meine Tablette sieht, aber guckt auf die Kerze. Einen schönen ersten Advent wünscht euch eure Samik. Hallo. A photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. Oh no. So, guten Morgen, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin ein bisschen später aufgestanden, als ich wollte, weil ich so müde war. Und deshalb sind die Lichter jetzt halt schon aus. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt? Kurz nach 8. Ich habe jetzt gesagt, ich mache noch ein kleines Video. Ich mache meine Runde, meine obligatorische. Und dann ich noch jemand grüßen, und das war es dann für heute, weil ich will jetzt heute Morgen noch ein bisschen was aufräumen, und dann bin ich heute Mittag bei meiner Schwester zum Essen. Und Moment mal kurz, ich muss den Schal ein bisschen runter, weil, wie ihr sehen könnt, hallo, guten Morgen, habe ich meinen neuen Schal angezogen. Ich habe gedacht, es ist kühler, aber es geht eigentlich. Gut, du meinst, die Weile laucht, ja. Und ja, ich wollte euch jetzt keine ganze Zeit mein Visage zeigen, deshalb drehe ich euch jetzt wieder um. Ich zeige euch jetzt mal noch was ich beim letzten Mal euch versprochen habe zu zeigen. Aber ich laufe jetzt mal geschwind eine Runde und dann sehen wir uns spätestens drinnen. So, bei uns im Dorf haben schon einige dekoriert. Das ist hübsch hier. Das ist schön gemacht. Also, das ist ja dieses ältere Haus, was ich euch letztes Mal gezeigt habe. Ja, ganz süß. Weil ich, war früher ein kleines Hotel und das ist jetzt wieder ein Hotel. Das habe ich euch erzählt, dass ich das total restauriert habe und so. Und ja. Okay, dann laufe ich jetzt mal eine Runde, dann zeige ich euch noch am Schluss noch was und dann, komm Bella, ich habe der ihr dickes Mäntel im Auto liegen. Oh Gott, guckt mal, nee, Scheibe kratzen, na super. Aber ich muss ja schon Mittag warten, mal gucken, vielleicht muss ich es dann nicht machen. Okay. So, also heute merkt man wirklich, der Boden ist gefroren. Also heute, ich glaube, heute Morgen ist das Kälteste vom ganzen Anfangswinter, kann man sagen. Kälteste Tag. Und ich muss euch sagen, ich merke jetzt die Kälte doch. Ja, jetzt lasse ich die noch hier ein bisschen schnuffeln. Weil ich mache jetzt keinen langen Spaziergang. Ich muss jetzt nachher wieder noch ein bisschen was machen. Und später nochmal raus und dann heute Abend nochmal. Und am Montag geht es ja wieder los mit der Arbeiterei. Ja. So macht bei Pipi ihr Stinkers. Kloppi, Pipi mache. Komm, mach Pipi. Oh, war die Roulade. Oh. Ja, schnuppeln. Na, die Bella wird frieren. Das glaube ich. Haben wir hin mit Sicherheit. Was haben wir? -2, -3 Grad. Sicherheit. So, und jetzt kommen wir zu dem Haus, wo ich euch letztes Mal gesagt habe, hier. Hier steht, seht ihr mal, 1661, saniert 1988. Und jetzt zeige ich euch dieses Schild, wo die das angebracht haben. So, Lindenmühle, 1661 erbautes Wohnhaus, das der erstmals 1432 erwähnten Mühle.
Also, und das ist das, was ich gleich mal euch gesagt habe. Ich verlinke euch das Video. Vielleicht kann mir jemand erklären. Das erkläre ich, frage ich euch nachher. So, und das ist das, was ich gemeint habe. Das Häusl. Und da war früher eine Mühle. Also absolut, absolut klasse. Gefällt mir total. So, das ist auch ein ganz hübsches Haus hier. Das hat mal gebrannt vor ein paar Jahren. Da wurde anscheinend dahinter hier im Eck, hat es hier alles hochgebrannt. Das Eck hier. Da haben die Feuerwerkskörper waren eben im Mülleimer drin oder was. Ein Silvester war das logischerweise. Und die haben natürlich dann Feuer gefangen. Und es ist alles gemacht worden dann wieder. Also das ist, muss ich sagen, ich kann euch jetzt aber auch nicht, kommt weiter geht's. Ich kann euch jetzt aber auch nicht mal genau sagen, ob es Absicht war oder ein Fehler war, keine Ahnung. Floppy, du bist total verheddert. Steh. Steh. Bella, steh. Steh. Heieieiei. So. Schon ein hübsches Häusle, ziemlich schmal. Ich kann es jetzt nicht so arg filmen, nicht, dass da jemand gerade aus dem Fenster guckt. Ja, auf jeden Fall hat es dann die eine Hauswand, ja, sah schon etwas verkokelt aus, muss man echt sagen. Und aber schon ein paar Jahre her, wie lange kann ich euch jetzt gar nicht mehr sagen. Ich wohne jetzt, nächstes Jahr wäre es 17 Jahre, wo ich hier wohne. 17 Jahre, meine Güte, unglaublich. So, hallihallo, jetzt bin ich zu Hause. Ich wollte euch fragen, was ihr, wie ihr das macht. Wenn ihr, es gibt doch diese Videos, wo dann oben, oh Gott, habe ich kleine Augen heute Morgen, ist ja furchtbar. Wie ihr, auf meinem Bildschirm, wenn ich das so angucke, ist dann auf ober rechts von mir aus gesehen. Ich habe dann immer dieses I und dann, ja, ich habe es euch ober verlinkt hier und das Video, schaut euch das mal an. Oder Empfehlung steht dann als empfohlen, das und das Video. Wie mache ich das? Kriege ich das hin? Kann ich das? Das ist die Frage. Schreibt mal rein, ob ich das auch hinbekomme. Das würde ich nämlich gerne machen. Das muss ich nämlich immer alles in die Videobeschreibung unter rein verlinken. So, ich möchte noch einen Menschen grüßen, den Meri-Clan. Hallo an dieser Stelle von deiner Sakushi an den Meri-Clan. Die hat Meerschweinchen oder ist ein Kerl? Ich weiß es als nie so genau, sorry. Die hat Meerschweinchen und noch ganz süß. Zur Zeit, ich habe nämlich ein Video jetzt kopiert und verlinke es euch da unten rein. Sie hat gestern angefangen, ein Q&A zu machen. Ich hoffe, dass sie es heute nicht schon wieder fertig ist. Geht mal rein bei ihr, abonniert sie mal und aktiviert die Glocke und ja. Die macht ganz süße Videos und gefällt mir und den Q&A, vielleicht will da noch, ja, noch jemand mitnehmen machen und ja, also an dieser Stelle an den Meriklan herzliche Grüße von deiner Samik. So, das war's von meinem Video. Ich habe jetzt schon wieder was Neues von meinen Mäusis. Das mache ich jetzt auch gleich fertig. Dann lade ich das heute Nachmittag hoch. Dann habt ihr noch mal was zu gucken. So, macht's gut. Bis dann. Tschüss, eure Samik.